Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video reden wir über meine Summer Essentials. Los geht's. So, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video reden wir über meine Summer Essentials. Da sind Sachen dabei, die gibt's neu, die gibt's aktuell noch zu kaufen. Da sind aber auch Sachen dabei, die ich schon ein paar Jahre habe. Meine sogenannten Summer Basics. Wie gesagt, wir gehen die Sachen komplett durch und wir fangen an mit dem ersten Teil. Los geht's. So, Leute, fangen wir mit etwas an, was schon länger bei mir im Kleiderschrank ist, und das sind sogenannten Hawaii-Hemden. Ich habe verschiedene Hawaii-Hemden und ich finde sie jedes Jahr immer wieder cool. Ich trage sie extrem gerne, ob sie jetzt auf dem Weg zum Beach sind oder ich sag mal generell einfach in der Stadt so ein bisschen Farbe mit in die Stadt bringen. Ist natürlich auch sehr auffällig, das kann nicht jedem gefallen und muss auch nicht jedem gefallen, aber ich finde das sehr, sehr nice. Ich habe jetzt hier zwei Varianten. Wie gesagt, das ist so dieses klassische Hawaii-Print-Muster. Das ist ein Hemd von Saint Laurent. Und das hier ist ein sogenanntes Hawaii-Hemd. Das gab es letztes Jahr bei, oder vorletztes Jahr, ich glaube sogar vorletztes Jahr bei Louis Vuitton. Das habe ich mir damals auch gekauft und ja, ist jetzt kein riesen Branding drauf. Ich finde diese Hemden aber sehr, sehr nice. Und in dem Fall sind das natürlich auch sehr teure Hemden gewesen, aber sowas gibt es wirklich ab, ich sag mal, 30 Euro zu kaufen. Ihr müsst nicht sowas Teures kaufen wie ich. Sowas gibt es wirklich günstig und ich finde sie sehr cool. Wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Generell, all meine Sachen oder meine Looks oder meine Dinge, die mir gefallen, müssen euch noch lange nicht gefallen. Ich finde es sowieso immer schlimm, wenn sich Leute in irgendwelche Sachen reinquetschen oder auf Krampf versuchen, irgendwas zu sein, was sie nicht sind. Ich sehe das Ganze als einfach als Inspiration und nicht irgendwie als Must-Have oder To-Dos, sondern einfach, worauf, wenn ihr darauf Bock habt und wir euch da selber drin seht, dann könnt ihr euch dafür entscheiden, sowas zu kaufen oder in die Richtung zu gehen. Wie gesagt, ich trage sowas sehr, sehr gerne, jedes Jahr immer wiederkehrend, die sogenannten Hawaii-Hemden. Und das ist auf jeden Fall mein erstes Summer Essential und dicke Empfehlung von meiner Seite. So, bleiben wir beim Thema Hemden. Und Hemden sind auf jeden Fall im Sommer ein Must-Have, meiner Meinung nach. Und zwar Leinenhemden. Ich habe jetzt hier zwei Varianten einfach mal wahlweise dazugenommen. Hier ist jetzt einfach so ein khakifarbenes Hemd. Das habe ich mal bei H&M gekauft. Auch die sind sogar beide von H&M. Und das hier ist so ein auberginefarbenes Hemd, auch von H&M. Der Unterschied natürlich, wie ihr seht, eins hat kurze Ärmel, eins hat lange Ärmel. Ich finde, im Sommer kann man auch sehr, sehr gut kurzärmelige Hemden tragen. Und dazu komme ich gleich noch. Aber generell, Leinenhemden sind auf jeden Fall für mich. Generell, der Stoff Leinen werdet ihr auch vermehrt noch bei mir im Sommer in den Sommer Essentials finden. Aber da gehe ich dann in Einzelheiten drauf hinein. Aber Leinenhemden sind für mich auf jeden Fall sehr nice, sind ja schön atmungsaktiv, hier schwitzt euch da auf jeden Fall nicht zu Tode und ich finde sie sehr nice, weil sie, ja, die fallen extrem locker, hat was. Leinen würde ich auch nicht empfehlen, allzu eng zu kaufen, ist jetzt nicht so der gemütlichste Stoff, aber ich sag mal, im Sommer wirklich cool und mir persönlich gefällt es, dementsprechend Leinenhemden sind bei mir immer wieder am Start. So, Leute, kommen wir zu guter Letzt bei dem Thema Hemden zu meinen, ja, Favorite-Hemden so gesehen, die ich diesen Sommer auf jeden Fall tragen werde. Und das sind teilweise gestreifte Hemden, aber teilweise auch beige Hemden. Ich habe hier verschiedene Hemden rausgesucht. Hier, das hier ist von Sandro Paris. Das gab es, glaube ich, auch letztes Jahr. Das ist eine Langarm-Variante. Wie ihr merkt, das ist so, ist schon ein sehr schön angenehmer Stoff und fällt extrem weich am Körper, hat echt was Angenehmes. Aber ich würde das zum Beispiel Richtung Abend tendieren. Am Tag, tagsüber würde ich eher Richtung Leinenhemden gehen. Und dann habe ich hier noch eine neue Variante, die es gerade jetzt zu kaufen gibt. Das habe ich auch in meinen 10 Favorite Pieces der Woche vorgestellt, in dem letzten Video. Wer das noch nicht gemacht hat, kann das gerne abchecken. Ich haue jede Woche meine 10 Favorite Pieces der Woche raus. Und da habe ich dieses Hemd hier gefunden und das gibt es beim Mango Man. Ist ein sehr, sehr nice Hemd, hat so ein bisschen was für so einen Bowling-Charakter, aber ja, gestreift. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde gestreifte Hemden und gerade hell, creme, weiß oder beige gestreifte Hemden, Sommer sehr nice, dementsprechend auch hier eine dicke Empfehlung raus. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube 30 oder 40 Euro hat das gekostet, also voll im Rahmen. Und ja, gestreifte Hemden, auf jeden Fall für mich ein Essential diesen Sommer. Und dann habe ich hier noch zwei verschiedene Varianten. Und zwar, das habe ich mir sogar letzten Winter mal im Sale gekauft. Das ist von 100. Ich habe die Marke vorher noch nie gehört. Ich habe das aber irgendwo, ich glaube, in irgendeiner Werbeseite irgendwo gesehen, habe es mir dann noch gekauft. Ist ein sehr cooles Hemd, hat so einen ja, sehr eierschalfarbenen, hat so eine Eierschalenfarbe. Ah, jetzt haben wir es.
Und hat auch einen sehr weichen Stoff, allerdings ein bisschen dicker und fällt extrem nice am Körper, dementsprechend auch eine sehr, sehr coole Variante. Und zu guter Letzt auch eins von meinen 10 Favorite Pieces der Woche, Latest Pickups habe ich das vorgestellt, und zwar das Uniqlo Hemd hier in diesem dunkelbeige, fast schon braun, ist ein sehr, sehr cooles Hemd. Generell ist natürlich Geschmackssache, aber kurzärmelige Hemden würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ist Geschmackssache, aber ich finde es cool. Alle Sachen sind nicht allzu eng geschnitten, aber ich finde für den Sommer teilweise, klar, enge Sachen nicht schlecht, aber generell tendiert mein Stil im Sommer zu nicht allzu eng. Also ganz leicht am Körper entlangfallend oder ein bisschen oversized, aber nicht allzu eng. Natürlich kommen wir gleich auch noch, wenn die Sachen ein bisschen schicker werden. Finde ich persönlich, kann man das Ganze auch mal ein bisschen enger tragen. Aber wie gesagt, Hemden generell finde ich persönlich im Sommer sehr nice, wenn sie ein wenig lockerer geschnitten sind. So, das Thema T-Shirt ist natürlich auch eine Sache für sich. Auch da habe ich wieder das Thema Leinen mit reingenommen. Ich trage sehr, sehr gerne Leinen-T-Shirts. Hier in dem Fall jetzt von Forage von letztem Jahr, die wir mal gedroppt haben. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Piece, was ich auf jeden Fall dieses Jahr wieder tragen werde. Aber ich sag mal auch, sogenannte Basic-T-Shirts gehört auf jeden Fall zu mir, zu Männer Essentials. Hatte ich auch schon mal vorgestellt in meinen Männer Essentials. Aber auch die gehören zu meinen Summer Essentials. Das ganze Essentials, aber die trage ich auch sehr, sehr gerne im Sommer und dementsprechend schwarz oder weiß kann man immer sehr nice mit einem Look kombinieren und das macht das Ganze auf jeden Fall rund. Und dann sind wir dieses Jahr auf jeden Fall mit einem neuen Thema am Start, finde ich persönlich, was man die letzten Jahre, also zumindest ich die letzten Jahre nicht getragen habe, und das sind Oversize-T-Shirts. In dem Fall ist es jetzt hier so ein Oversize-T-Shirt von Essentials Fear of God, aber ich kann euch auch wärmstens ans Herz legen, unsere Oversize-T-Shirts von Forage auszuchecken. Sind sehr, sehr nice, sehr coolen Fit und aber generell das Thema Oversize ist auf jeden Fall auch dieses Jahr eins meiner Summer Essentials. Generell findet ihr bei mir auf den Kanälen nie wirklich eine Zielrichtung, denn ich bin ja sehr breitfächig aufgetreten. Ich trage gerne auch einen Anzug, ich trage aber auch immer gerne was Lockeres, ich trage aber auch immer gerne Casual. Generell, ich handhabe das Ganze, ich mixe einfach durch, worauf ich Bock habe, und dementsprechend ist sowas bei mir auch, trage ich sowas sehr, sehr gerne. Und ja, Oversize gehört dieses Jahr auch bei mir dazu. So Leute, kommen wir zum Thema Hosen. Und Thema Hosen habe ich jetzt hier verschiedene Varianten von mir rausgesucht. Generell findet ihr bei mir auch Farben, wie hier zum Beispiel Creme-Weiß oder Weiß. Hier, das ist jetzt eine Hose von Massimo Dutti. Und die ist zum Beispiel, beispielsweise sitzt sie relativ eng. Das würde ich jetzt nicht zu diesen Oversize-Sachen anziehen. Aber zum Beispiel sowas könntet ihr relativ cool zu einem kurzärmeligen Hemd, Hawaii-Hemd etc. mit ein paar coolen Slippern oder so, muss man schauen. Generell ist das natürlich auch eine Sache eures Geschmacks, wie ihr das Ganze kombiniert. Aber sowas hellcremefarbene Hosen, ob es jetzt eine Jeans ist oder eine Leinenhose hier, die dementsprechend auch mein Latest Pickaxe von Uniqlo, die ein bisschen weiter geschnitten ist, auch aus Leinen. Oder hier eine hellfarbene Chino. In dem Fall jetzt hier von Boggi Milano, die ein bisschen schicker ist, die man natürlich wieder ein bisschen anders kombinieren muss. Aber sowas, helle Farben, gehört auch zu meinen Summer Essentials auf jeden Fall dazu. Dann auf jeden Fall habe ich noch am Start hellfarbene Jeans. Das hier ist zum Beispiel eine relativ weiter geschnittene Hose von Mango Man. Die habe ich auch in meiner Latest Pickups vorgestellt. Und ist ein sehr, sehr cooler Schnitt, sehr modern, sehr, würde ich sagen, 2020. Wie gesagt, ich jagt nicht jedem Trend hinterher, aber da sehe ich mich auf jeden Fall sehr. Ich hau nochmal den Link unten rein von den Sachen, die ich finde, in die Infobox, sodass ihr da teilweise Sachen auf jeden Fall nachgucken könnt, falls ihr da Interesse daran entwickelt. Und ja, so eine Hose ist auf jeden Fall auch eins meiner Summer Essentials. Natürlich nicht tagsüber, sondern eher Richtung Abend, wenn man dann, ich sag mal, irgendwie cool unterwegs ist, auf dem Café oder was weiß ich, abends spazier geht oder so etc. Kann man sowas echt gut machen, aber auch immer noch eins meiner persönlichen Summer Essentials ist natürlich die Ripped Jeans. Ich trage sowas sehr, sehr gerne. Natürlich auch da wieder stiltechnisch angepasst. Aber zum Beispiel, upsala, wenn ihr so eine Ripped Jeans jetzt mit so einem Hawaii-Hemd und dazu einfach ein paar coole, ich sag mal, Latschen anziehen würdet, würde sehr, sehr nice aussehen für den Sommer. Ist natürlich auch Geschmackssache, aber generell, auch das ist eins meiner Summer Essentials. So, und dann natürlich eine Basic, schwarze Chino, darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Hier jetzt zum Beispiel, hier beispielsweise jetzt unsere neue von Forage.
Und dementsprechend auch diese ist in meinen Summer Essentials gelandet. Falls ihr euch dafür interessiert, auch hier findet ihr den Link unten in der Infobox. Und ja, sehr, sehr nice, die Hose. Kann ich auf jeden Fall wärmsten empfehlen. So, und dann kommen wir zum Thema kurze Hosen. Und kurze Hosen habe ich jetzt eine Hose vergessen. Und zwar so eine dunkelblaue, also so eine blaue Waschung. Fällt mir gerade auf, aber generell hier zum Beispiel jetzt auch eine weiße kurze Hose von Zara. Habe ich mir, glaube ich, auch letztes Jahr im Sale mal gekauft für ein paar Euro. Oder hier Leinen-kurze Hosen, auch sehr, sehr nice, die so in Richtung Chino gehen. Sehr cool, trage ich auch extrem gerne im Sommer, gehört auch auf jeden Fall dazu. Aber dieses Jahr zum Beispiel auch, das ist wieder ein Thema, wo sich der ganze Stil bei mir so ein bisschen weiterentwickelt hat. Das sind auf jeden Fall mehr so Street-stylige Hosen. Hier in dem Fall ein bisschen auf Cargo, ich sag mal angelehnt. Die habe ich auch in einem meiner latest Pickups vorgestellt, beziehungsweise 10 Favorite Pieces der Woche. Hier in dem Fall von Urban Outfitters oder halt eben hier die beige Variante, auch sehr nice. Ist natürlich sehr auffällig, auch das müsste man stiltechnisch ein bisschen anpassen. Aber das kann man zum Beispiel sehr gut mit so einem Oversize-T-Shirt kombinieren, ein paar coole Sneaker dazu. Und dann hat man schon einen sehr, sehr nice Look. Dementsprechend auch sowas ist bei mir mit drin und auch kurze Hosen natürlich bei mir als Summer Essential mit drin. Dann kommen wir zum Thema Anzüge. Und Anzug ist bei mir natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Und ich stehe extrem auf diesen Leinenanzug hier. In dem Fall ist das hier einer von Suit Supply, den habe ich mir letztes Jahr mal gekauft. Und zu dem Anzug habe ich sogar in der Tat noch, ich weiß gar nicht, ob das hier dabei ist, eine kurze Hose. Seht ihr das? Und das könnt ihr dazu auch ganz cool kombinieren. Ist eine sehr coole Variante, aber der Anzug gefällt mir extrem gut. Man könnte den jetzt lässig mit einem T-Shirt drunter und ein paar coolen Vans anziehen, dann macht das Ganze wieder ein bisschen lockerer oder auch ein bisschen formeller mit einem Leinen-T-Shirt darunter. Generell ein Anzug ist auf jeden Fall, wenn ihr sowas für euch entscheidet, wenn ihr sowas sucht für den Sommer, dann auf jeden Fall leichtere Stoffe, eventuell nicht gefütterte Stoffe, wie ihr jetzt seht. Der Anzug ist von innen auch nicht gefüttert und dementsprechend sowas, Helfer, cremefarbene Farben, wieder ist auf jeden Fall auch eins meiner Summer Essentials. Und in dem Fall habe ich sogar einfach Glück gehabt, dass es sowas noch nur mit einer kurzen Hose gibt. Also wirklich eine dicke Empfehlung. Falls ihr sowas sucht, checkt auf jeden Fall diverse Anzugstores ab. Ich habe den jetzt hier bei Suit Supply gefunden. Ist auch jetzt keine Produktplatzierung an der Stelle, aber der ist sehr cool. Und ja, müsst ihr auf jeden Fall mit rechnen, dass ihr das abschneidern müsst. Dann kommen wir zu dem Thema Schuhe. Und wie ihr hinter mir seht, habe ich verschiedenste Schuhe mit reingepackt, die mir sehr, sehr gut gefallen im Sommer. Und das sind zum Beispiel unter anderem mal diese Römer-Sandalen. Die habe ich letztes Jahr auf einem Foto mal getragen und mich haben unzählige Leute wirklich gefragt, wo ich die hatte. Sowas findet ihr auch in diversen Online-Stores. Die hier sind jetzt von Zalando habe ich mir die letztes Jahr mal gekauft im Sale. Sehr coole Römer-Sandalen, aber auch wirklich nichts Bewegendes, Weltbewegendes von der Qualität oder vom Fit her, aber coole Dinger. Aber zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr gerne trage, sind diese Wildleder-Vans, diese klassischen Authentic-Vans, finde ich sehr, sehr nice. Ist auch eine Frage, ist auch eine Farbe, die ich relativ wenig trage, weil das für mich eher eine Sommerfarbe ist. Keine Ahnung, ich sehe mich bei dem Schuh oder generell der Authentic, ich trage den sehr, sehr gerne, aber eher Richtung Sommer. Und dann, ja, in dem Fall jetzt hier in Braun. So, schicke Schuhe sind aktuell meine Favorite Summer Essentials. Auf jeden Fall Penny Loafer, in dem Fall jetzt hier von Boggi Milano. Die trage ich sehr gerne, sind sehr bequem. Ja, das sind auf jeden Fall meine Variante. Haben eine Gummisohle, sind dadurch sehr bequem. Ich finde die immer schlimm, wenn die so eine Holzsohle haben. Das macht das Ganze extrem unkomfortabel. Aber in dem Fall trage ich sehr gerne braune Penny Loafer, dunkelbraune, fast schwarze Penny Loafer von Boggi Milano. So, wenn es ums Thema, fällt mir fast alles hin, wenn es ums Thema Sneaker geht, habe ich hier jetzt hier so Creme- oder Eierschallfarbene von Common Projects, sind Sneaker. Ich muss also sagen, ich habe die auch noch in Weiß. In Cremefarben sind die unheimlich bequem, in Weiß sind die Horror. Keine Ahnung, ob es dann Produktionsfehler ist, aber in dem Fall auch eine sehr cooler Colorway. Den gibt es mit Sicherheit auch dauerhaft zu kaufen, aber ist auch eins meiner Summer Essentials. Dann haben wir natürlich seit neuestem, und ich habe es in meinen diversen Videos zuletzt gesagt, Air Force One, will ich gar nicht zu viel drüber reden, aber sehr nice. Aber ich trage zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, sind einfach so Runner. In dem Fall sind jetzt hier diese Flyknit Trainer Plus von Nike, die ich mir vor Jahren mal gekauft habe. Die trage ich wirklich sehr, sehr häufig und die müsste ich mal wieder in die Waschmaschine packen. Ich weiß, der eine oder andere schreit jetzt auch, was?
Schuhe in die Waschmaschine, das geht gar nicht, die gehen kaputt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall klar geht und dementsprechend dadurch wären die auf jeden Fall wieder blitzeblank und das werde ich demnächst mal wieder machen. Und ja, auf jeden Fall auch eins meiner Summer Essentials. So, und dann habe ich noch zu guter Letzt eins meiner Summer Essentials, die relativ neu sind. Und das ist auch ein Thema, was natürlich nicht jedem gefallen wird. Und das sind zum Beispiel diese Espadrillas. Ist natürlich eine Geschmackssache. Wirklich, nicht jedem gefällt das. Aber ich finde sie sehr, sehr nice. In dem Fall habe ich die jetzt hier von Espadrille. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Sind aber sehr, sehr nice von der Qualität. Und ja, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. In so einem beigefarbenen. Aber auch von der Marke habe ich neue Slipper bzw. Latschen. Hier mit so einem X drauf in braun. Sehr nice und auch die kann ich echt wärmsten empfehlen, sind von der Qualität extrem gut, von Komfortlevel auf jeden Fall auch. Und auch das ist eins meiner Summer Essentials. Wenn ich zum Beispiel in Urlaub reise, nehme ich sowas immer sehr, sehr gerne mit und auch da findet ihr einen Link unten in der Infobox. So Leute, das war auf jeden Fall meine Summer Essentials. Ich habe noch ein kleines Giveaway mit reingepackt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr kennt das Übliche. Alles, was ihr machen müsst, ist meinem Kanal folgen und Hashtag Gewinnspiel unten in die Kommentare. Und ich verlose und zwar nochmal diese Cargo Pants, Cargo Shorts von Urban Outfitters, die ich selber habe. Ich packe die jetzt hier gerade mal aus. Tag ist noch dran. Und zwar in Schwarz, in M. Also, falls ihr darauf Bock habt und die gewinnen möchtet, alles, was ihr machen müsst, wie gesagt, Kanal folgen und Hashtag Gewinnspiel unten in die Kommentare und dann seid ihr schon am Start. Ich hoffe, euch hat das Ganze so ein bisschen inspiriert und teilweise auch ein bisschen gefallen. Vergesst auf jeden Fall, wie gesagt, nicht ein Abo dazulassen und ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Danke fürs Zusehen. Ciao.